Thiago hat das Training bei Bayern München aufgenommen. Einen Tag nach seiner Präsentation beim Triple-Gewinner kamen rund 2000 Schaulustige, um sich selbst von den Qualitäten des 25 Millionen Euro teuren Spaniers zu überzeugen. Von Scheu gab es bei Thiagos erster Einheit keine Spur. Unter den Augen seines alten und neuen Trainers Pep Guardiola wirkte der 22-Jährige voll mit. Und in dem Peruaner Claudio Pizarro und Ex-Spanien-Legionär Arjen Robben hat Thiago sofort Kollegen zum Austausch auf Spanisch gefunden. Am Donnerstag wird auch Thiagos Landsmann Javi Martinez zurückkehren. Wie die beiden anderen Confed Cup-Teilnehmer Dante und Luis Gustavo steigt der Spanier dann ins Training ein und komplettiert damit den Bayern-Kader.